Hey, Carl. Hey, what the fuck, man? Hey, Torino, I told you my bad, man. What the hell can I say? I screwed you Calm over. Calm down, kid. Just go ahead and kill me then. Calm down. Man, you ain't nothing but a fucking yayo dealer anyway, Torino. Shut up and sit down. What, you think I'm a drug dealer? And you think you're a crusader for good? Do you have any idea what's going on? Any idea whatsoever? Do you? Do you? Nah, I pay as little attention to things as possible. Do not be a fucking smartass with me. I work for a government agency. It is not important which one. I will try not to confuse you. Yes, when we last met, I was involved in battling threats in Latin America by any means necessary. That does not make me a drug dealer. Now, the money that we raised, the friends that we won over, have helped us immeasurably in our overseas interests. Government agency? Kids like you, you expect heroes. We're fighting a war out there. I'll be a hero and I'll lose. And what do we have? Communism in Ohio. People sharing. Nobody buying stuff. That kind of bullshit. So relax and listen. All right, I'm listening. I know what kind of guy you are. I need a guy like you to do things I can't get caught doing. Like what? I need you to commandeer a truck. A rival agency with a confused social agenda. They got things that we need. Now, this is a two-man job. You'll need a friend. Use your sister's boyfriend, but don't tell him a thing. Remember, I'll be watching you. I got here as fast as I could, CJ. Yeah, you sure did. How you know I needed help? Man, you losing it, Holmes. You phoned me a half hour ago. I did? I mean, oh yeah, I did. Sorry, man, I got a whole lot on my mind. Ich wollte gerade sagen, jetzt müssen wir wieder zurücklatschen, aber nee. So, Mutter war nein, nur den Truck, okay. We need to jack a truck on the freeway. Ah, da ist es. Was? Hauptbrücke lang? Okay. Aber wäre es da nicht schlauer, den irgendwie so abzupassen? Oder fährt der jetzt dahin? Ich verstehe es noch gerade nicht richtig, aber mal gucken. Wir gucken einfach mal. Ich warte hier so. Er wird wahrscheinlich direkt an uns vorbeiziehen, oder? Hä? Er hat doch gesagt, er ist auf dem Freeway, oder nicht? Alter, was? Entschuldigung. Ja, doch, der ist auf dem Freeway. Nein. Nein, 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 nein. Och. Warte, warte. Kommt schon. Ach, natürlich. Ach, komm. Ja, so, jetzt aber kommt zweiter Versuch. Das kriegen wir schon hin. Warum muss das jetzt hier wieder so neblig werden, ne? Will das Spiel mir das unbedingt schwer machen? Nein. What's the plan? I'm gonna pull alongside and you gonna hop aboard. Oh shit, you didn't mention that on the phone. It'll be a walk in the park. No, ja. Kendall, I love her. Weißt du, wie kann man auch so verkacken, vertrauenswürdig sein, oder vertrauensselig sein, einfach niemand zu fragen, was man machen muss? Oder? Ich war schon nah genug dran. Oh, ich wollte gerade sagen, wie lange. Alter. Der ist doch direkt jetzt in die Mitte reingeballert, oder? Und nur? Okay. Ich glaube, eigentlich hätten wir verfolgen müssen, aber... Really? Eigentlich hätten wir verfolgen müssen, glaube ich. Warte, das ist das Wichtige. So.
Ja, ja, da sind wir ja gerade. Alter, was ist denn mit der Kamera los? Ich sehe nichts. Ich mach's mal vorsichtig und fahr mal da hinten runter, weil das, ich glaube, das wird sonst nichts. Aber, nice. Erinnert mich so ein bisschen an den Bug, den wir bei Smoke hatten. Wo ich eigentlich auch mindestens 4 oder 5 Leute wegballern sollte auf einem Zug. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Ist eigentlich genauso schön. Kann ich hier vielleicht noch ein bisschen enger? Ich will ja die Ladung nicht verlieren. So, warte, warte. Ach, 1A, 1A. Easy. Ich habe mir das irgendwie schwerer vorgestellt, weil ich glaube, ich hätte noch verfolgen müssen, aber... Pff. Ich meine, wenn er keinen Bock hat... Wenn er keinen Bock hat... So. Das hat den Bullen nicht interessiert? Okay. Freut mich. Ich speichere jetzt hier aber trotzdem nochmal aus Gründen. Ne? Wir müssen ja jetzt eigentlich wieder unsere... Ah, scheiße, jetzt wird es wieder Nacht. Egal. Ist egal. Hauptsache, wir haben den Truck von dem anderen Typen... den Truck hier. Die Truck-Aufgabe eben gerade. Mein Gott, ihr habt es ja gesehen. Gemacht. Mal gucken, ob ich die alte jetzt hier kriege. Oder ob die wieder meint, sie müsste irgendwo runterfahren und dann irgendwo anders spawnen. Was? Na gut. Alles klar. Ich hoffe, meine Karre hält jetzt auch mal ein bisschen länger durch. Weil das war schon recht armselig gewesen, ne? Kann das sein, dass die eine andere Route fährt? Entschuldigung. Ja, dass sie aber auch unbedingt dahin fahren, also... Ne, zum Signal. Ich meine, ja, macht irgendwo Sinn, aber trotzdem, das muss doch nicht. Das tut doch nicht Not. Oh, da ist er schon. Ich glaube, sie will es wieder gut machen. Weißt du, warum sollte ich sie auch irgendwie am Heck... Entschuldigung. Ram, die macht sich doch selber kaputt. Ach so, das ist der. Ich glaube, das ist bloß der Alarm von wegen, wenn ich nah genug dran bin. Boah! Warum müssen die ja so in so eine Karre reinbauen? Ja, ich weiß doch, dass die hier gleich um die Ecke ist, Mann. Okay, so viel zu dem Thema, die will was wieder gut machen. Guck dir das doch mal an hier, Alter. Die fährt. Da brauche ich nicht hier irgendwie. Da brauche ich nicht leicht rammen. Bis die Schleudern gerät. Die versenkt die Karre schon von ganz alleine. Ich muss da überhaupt nichts machen. Soll ich die Karre stehlen? Oder warum bin ich überhaupt hinterher? Das habe ich noch gar nicht begriffen. Für mich hat sich das so angehört von wegen so, ja, wir haben ein neues GPS-System. Entschuldigung. Mach hin, bevor die Bullen kommen. Wo ist denn jetzt die Alte? Will die mich verarschen? Alter. Nein, das ist das falsche Auto. Okay, wenn ich jetzt... Oh, ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt hier nicht rechtzeitig rauskomme, dann ist aber hier zum Duster. Und warum habe ich jetzt die... Warum was wollen die mit so einer Schrottkarre? Ich meine, die Kohle ist mir scheißegal, falls es überhaupt Kohle für den Auftrag gibt, aber ey. Dafür, dass die selber das Ding fast zerstört, bitte. Spiel. Oh Gott, im Radio. Der lebt immer noch? Furchtbar. Wow. So. Wir haben's.
Okay. Alter, was ist mit ihm jetzt hier? Junge, ich habe noch bloß ein bisschen gestreichelt. Ey, andere Verkehrsteilnehmer, ne? Ey, es ist furchtbar. So, endlich wieder hier. Also am schönen Schrottplatz. Nice. So, ich habe die komische Karre von der Schlampe. Ist sehr nice, hat mir jetzt aber auch trotzdem, ja gut, 5000, aber... Nee, warte mal, das wollte ich... Warum wollte ich das eigentlich noch lassen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Irgendeinen Grund wird es ja gehabt haben, aber frag mich mal was. There's two cars on the list, Ese. And they're in the showroom across town. Let's go get them. I always admired your direct approach, huh, Bray? Okay, let's go get those wheels. Gut, so kann man natürlich auch tun. Einfach die ganzen... Nee, mein Monster Truck will ich nicht nehmen. Bleibt die stehen? Nee, bleibst du I like this place, you know? Where? What? Fierro, man. My home will always be the Barrios and El Corona, but this city, it has something gentle about it. Yeah, I know what you mean. Well. Oh yeah, she's really getting her head into this business thing. That's good. She's been the brains of the family. Ich hab den nicht gesehen, ihr wisst ja, Radio. I think she's aiming to make something out of all of it. So, warte. Damals. Yeah, she the mom to the family now. Hey, who's this truth guy, Holmes? I don't think he's wrapped too tight. He just sees everything from a different perspective, that's all. At first, I thought he was just another acid casualty fruitcake. But some of the things he say, I don't know, man. It ain't all bullshit. Hey, you gonna become an alien hunter, Holmes? I'll take a rain check on that one. Okay, jetzt kann ich mich auch wieder vernünftig auf den Verkehr konzentrieren. Fast. Ach, guck mal, ist das nicht? Nee, doch nicht. Ich dachte an unsere Lieblingsstelle. Here we go, Holmes. The cars are on the second floor. Oh, great. Why is nothing ever easy? Can I help you two, gentlemen? Yeah. You can help us by going to help some other motherfucker. Yeah, that sounds like a good idea. All right, CJ, it's time to roll. Follow the leader, you better keep up. Ah, you a maniac, S.A.? Yeah. Für die Karren haben die jetzt da... Naja. Ja, laut und clear verstehe ich aber was anderes. Hä, wo... Wo fährst denn du lang, Alter? Hä, was? Willst du mich verarschen? Was willst du mit deiner fucking Tram, Alter? Fahr mal vernünftig. Warum zum... Ja, cool, hab ich auch. Nice, ne? Ja, Alter, das sagst du... Sagst du mir jetzt, nachdem ich Nitro gezündet hab, du Pfeife, Alter. Ich denke einfach nur zurück zur Werkstatt. Was fährt der für eine Scheiße zusammen? Der fährt schlimmer wie ich. Gott.
Deine Abkürzung will ich gar nicht wissen. Ach so, der Herr wollte noch ein bisschen Spaß mit den Fahrzeugen haben. Wie bescheuert muss man sein? Ist doch wahr, ey. Hätten schon längst fertig sein können. Ja, scheiße. Oh. Aber die Sterne sind wenigstens weg. Nice. Du und deine Abkürzung, Alter. Warum zum... Naja... Ich war in die falsche Richtung. Wetten? Ja, das war so klar. Er und seine fucking Abkürzung, Alter. Kann man bloß so... Ja. Will der jetzt irgendwie angeben? Nee, Alter, nee. Er ist da. Cool. Ganz cool. Mal gucken, was der noch für einen schönen Irrsinn oder Blödsinn parat hat. Es kann ja nur besser werden, oder? Yeah, I got it. It's in the manifold. Shit, I just changed that seal. Must have got a crimp in it. Damn. Hey, Steve, your boy is here. He ain't my boy. Hey, we're almost living a normal life, huh? It's just far from Grove Street, right? Yeah, I know, but I just can't get it out the back of my mind. Moms, sweet, smoke. I just can't let that go. I know. So what we gonna do about Sweet? See, it's a shitty situation, but I gotta let it play out a little longer, okay? Okay, but be careful. We ain't trying to lose you again. That's right, sis. Good looking out. Hey, Carl! I got a rap to you, Holmes. I know a guy who knows a guy who handles freight containers down on the docks. He saw one of the containers was loading up cars, and one was a match for a car on a customer's wish list. So he marked the container with a spray can, but it might be too late. The ship's loading and it moves out tomorrow. Okay, let's go peep it out, see what we can see. Wird nicht viel sein. Wird nicht viel sein. Wahrscheinlich auch wieder bloß so eine Karosslaube. Warte, Entschuldigung. So, da ist es. Wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Hallo, Karte, warte. Okay. Oh, er lebt noch. Er lebt noch. Er ist ja mit. Oh, cool. Er ist mit ausgestiegen. Oh, Schweigen, aber ich dachte jetzt. Ich dachte jetzt schon, okay. Das war's, weil. Ich muss unbedingt das Auto nehmen. Ich hätte es auch nicht gewundert. Warte, ich muss zum Hafen. Wie kam ich da jetzt am geilsten hin? Hier war es, glaube ich, nicht, ne? Moment. Moment. Hier ist doch irgendwie rot. Hier muss doch irgendwie... Oh, das
ist bloß ein fucking Zaun, Alter. Den wirst du wohl umfahren können. Genau hier wollte ich hin. Und ich glaube, hier sind wir auch richtig. Wuhu. Steig in die Krähen. Ah, toll. That's the ship, CJ. Okay, I'll go sort out the crane. Give me a second. Ja, ist das jetzt mit Zeit? None of these is marked with spray paint. Well, we'll just have to try one at a time, eh? Oh, toll. Ich habe nicht mal eine Select-Taste. Auch geil. Ich weiß auch, oder ich weiß nicht, was hier als Select-Taste durchgeht. Warte mal. Ja. Okay. So, also hoch. Und nur über den Container schwenken das Kran in eine Portion. Ich mach mal ganz hoch, ansonsten. Oh. Wäre ungünstig, glaube ich, gerade gewesen. Wo ist denn hier mein Abstellding? Hallo? Ach, da. Ach so, geht's runter. Ah. Okay, das wird ein bisschen dauern. Ich habe mich da eh schon immer angestellt. Warte. Not this one, CJ. Ja, es wird der letzte sein. Ich weiß es doch. Nee, so nach oben. Ich habe sonst immer das Problem gehabt, dass ich jedes Mal ins Schiff geknallt bin. Und dann natürlich alles im Arsch war. So. Ja. Ja, gleich mal runterlassen, damit das hier alles ein bisschen flinker geht. Ja. So, da. Guck mal rein. No luck, CJ, try another. Mach ich. Wer würde auch schon einen Mini haben wollen? Ah, warte, wir haben es gleich. Es war so klar, es ist immer der letzte. Ja, die müssen ja zeigen, was sie für tollen Autos hier sonst noch haben. Burg, schnapp dir das Ding mal. Ja, gleich mal wieder runter, dass damit das ein bisschen schwingen kann. Alter, wir haben es gleich. Wir haben es gleich. So, schwingen wir hier rüber. Ja. Ist jetzt der Richtige? CJ, this is the one! Good work, Hobbs! Hey! What the fuck do you think you're doing? CJ, I could do with some help! Ja, ich sehe aber selber nichts. Ach so, da kommt noch mehr. Ja, warte. Hey, hold it right there. Ja. Ja, Mann, ich bin noch dabei, Junge. Bist du nicht weiter? Hä? Was haben die für ein Problem? Let's just get the car and get out of here. Easy. Was er hat? Was er hat zur Werkstatt. Ist sie nicht sogar gleich hier? Warte mal. Warte, Vorsicht. Schweinger. Okay, gut für die Karre. Hatten wir die nicht schon mal? Ich weiß es nicht genau. Ja, könnte sich lohnen. Wenn der Kunde es haben will, ja gut, ist halt sein Geschmack, ne? Für mich gibt es bald bloß noch eine Karre. Aber dafür müssten wir erstmal hier raus. Wird vielleicht auch noch ein bisschen dauern. Geschäft muss ja auch erstmal laufen, ja. That was like a piece of tortilla, Holmes.
Nice. Wenn wir aber nicht machen, mit Sicherheit nicht, weil das dauert viel zu lange. Ich habe das früher mal gemacht gehabt, aber ich glaube, bei einigen Fahrzeugen war es einfach so gewesen, die kriegst du relativ selten und oder die stehen irgendwo rum. Also du hast ja, glaube ich, 3 Listen. Gerade die letzteren Listen waren immer so. Ne? Deswegen. Was der will, Alter. Okay, gut, ich gehe erstmal nicht hin, oder? Das Ding ist bloß, ihr werdet wahrscheinlich jetzt auch keinen Ton gehabt haben. Zumindest habe ich mal nach gerade reingeguckt in die Elf Normal Software und nein. Wie setze ich denn die scheiß Nagelmatten ein eigentlich? Okay, gut. Danke, Spiel. Ja, ich hätte es halt auch gerne gehört, aber dann müssen wir halt mal lesen. Warte, ich glaube, hier unten komme ich besser, oder? Hier unten lang fahre? Müsste doch direkt zu hier kommen. Keine Ahnung, warum jetzt da der Ton weg war. Was da rumgesponnen hat. Ich glaube, warte mal. Ja, dieses ohne Geräusch. Oh, die ist doch auf der Autobahn. Die ist doch auf der Autobahn. Schade, ich dachte erst, die fährt irgendwo unten rum. Okay, wenn sie auf der Autobahn ist. Da wissen wir sie halt da. Die komische Olle. Es ist nicht CJ's Schwester, oder? Ich meine, der würde doch nach seiner Schwester keine Nagelmatten werfen. Glaube ich nicht. Das hätte auch leicht schief gehen können. So, Madamechen. Oder vielleicht eine Geschäftspartnerin? Okay, ist leicht nervös. Stark nervös, warum gibt denn jetzt einen Stoff? Entschuldigung. Wo willst du hin, Frau? Och, kannst du dich mal entscheiden, wo du hin willst? Alter. Okay. Sorry, ich wollte mir noch überlegen, ob ich ein bisschen nur durch Kuscheln und so mache und du deshalb dann aussteigst. Das wäre sehr nett gewesen, aber wenn du es halt nicht anders willst. Ganz ehrlich. Hier, gönn dir. Scheiße. Ich wollte gerade sagen, ich bin jetzt aber nicht selber darüber gefahren. Das wäre scheiße. Wir kriegen das noch hin. Wenn die mal nicht so einen Stoff geben würde, sonst fährt es auch nicht so kacke. Echt, jetzt muss die da abbiegen? Shit. Toll, jetzt habe ich bloß noch eine. Muss ich das mit den Nagelmatten machen? So, und jetzt wisst ihr wieder nicht wohin, ne? Das macht die doch extra. Ja, fahr die Karre doch extra zu Klumpfrau. Bist du überhaupt? Ich trau mich halt nicht, ich hab bloß noch eine, siehst du?
Du hast den Wagen. Ich habe den scheiß Wagen überhaupt nicht verpasst. Die ist fünfmal drüber gefahren. Habe ich nach der letzten Dings gespeichert? Ich glaube schon, ne? Warte, Spielladen. Doch, sollte das sein. Weil extra jetzt nochmal dahin kutschen, weißt du, und. Ach nö. Nö, da lade ich lieber, machen die. Oh, vielleicht haben wir Ton. Also ich sag mal so, falls wir doch jetzt Ton haben sollten, beim guten Herrn, dann werde ich es nochmal durchlaufen lassen. So. Ja, was los? Ach so, das ist ja eher wieder, ne? Ja, bla bla bla. Mal gucken, dann lasse ich es jetzt nochmal durchlaufen, nur wenn es Ton hat. Wenn es wieder keinen Ton hat, warum auch immer, vielleicht haben sie vergessen, das mit reinzuhauen. Überspringe ich, wir gucken mal. Vielleicht haben wir ja Glück und wir können seine Wut endlich spüren. Hey man, where you been? I tricked one of the cars on our shopping list. But the crazy bitch, she drives like the devil. I've been following her for hours, but she stopped for nothing. You'd have to ram her off the road in order to get a chance to get her car, and you know a wrecked car is no good to us. I swear she's playing with me. Dude, calm down. If she playing with you, then she probably won't get one time involved until it turns ugly. We gotta find a way to stop her or slow her down. Too bad we can't involve the police. Cause then we could pop her crazy bitch tires and bang her crazy bitch ass in jail for being a danger to my sanity. You know what? I think I got an idea. Okay, jetzt hatten wir Sound. War ja auch nicht allzu lang. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Aber ich wollte es halt doch mal vernünftig hören. Und okay, jetzt weiß ich wenigstens, worum es geht. Schön. Schön. Dann werden wir das noch machen. Schnell, hoffe ich, dass das diesmal auch wirklich schnell ist. Warte. Warte, warte, warte. Hä, ging's nicht? Warte. Nee, es ging erst weiter hinten hoch. Alter, was ist denn mit der Karre los? Oh, wa- ja. Hier können wir nämlich hoch. Okay. Nee, können wir nicht. Komme ich hier hoch? Ich hoffe. Gehen wir mal im Stadion. Hier ist noch ein bisschen so hoch. Zu hoch. Aha. So. Ausfahrt leider verpasst. So. Da hätte ich einfach weiterfahren können. Egal. Egal. So, ich guck mal, ob ich das jetzt einigermaßen schnell hinkriege. Denn das wird, denke ich mal, das letzte sein, was wir heute machen. Und ich schätze mal, morgen werden wir uns dann bei unserem Lieblingsarschloch wiedersehen. Dann werde ich auch gleich die Zeit nutzen, um da hinzufahren. Alter. Was soll denn das, Mann? Schon das zweite Mal, du Assi. Warum ist denn sie jetzt auf einmal schon so weit vorne? Vorne habe ich wenigstens noch das Gefühl gehabt, okay, die bremst auch mal vor uns. Weißt du, dass wir ein bisschen rankommen können? Und sie will doch spielen. Warum ist denn sie jetzt schon da vorne? Nicht, dass wir das dann doch erst morgen machen können. Wow. Weil die ist ja fast da, wo sie hin will. Warum? So viel Zeit habe ich jetzt auch nicht verschwendet. Oh, fuck. Okay. Alter. Ich habe gerade das Gefühl, der beschleunigt überhaupt nicht, der Sack. Ja toll, dieser. Warum? Nein, Mann! Wo ist die Alte? Wo ist die Alte? Wo ist die Alte? Wo? Whoa, bitch, settle it down. Are you saying this ain't the greatest country?
country in the world. Wait, hold up, hold up. Ja, Mann. Könnt ihr... Nein! Bin ich jetzt im richtigen Auto? Ich bin, glaube ich, im richtigen Auto. Das Ding ist, ich dachte, ich hätte jetzt wieder einen Soundbug. Ich weiß nicht, ob ich vorsichtshalber nochmal das Spiel dann neu starten sollte. Aber, nee, eigentlich nicht. Jetzt war ja kein Soundbug drin. Aber trotzdem, ey, was war das denn bitte? Weil erst so... Na, kommt da jetzt nur nochmal was? Dass er sich nicht ausscheißt mit dem Reden. Also sorry, dass ich das jetzt vermasselt habe. Beziehungsweise, dass wir uns das jetzt nicht anhören konnten. Aber trotzdem, wer rechnet denn damit? Dass der erst dann eine halbe Stunde steht, sich freut, es ruft jemand an und dass die dann erst anfangen zu quatschen. Macht doch niemand. Außerdem für so eine Rotzkarre, weißt du? Ich wollte gerade sagen, wo ist denn hier die Straße? Für so eine Rotzkarre hier so einen Aufstand machen, das lohnt doch ja auch nicht. Na gut. Hauptsache schnell wieder auf den Highway oder auf den Freeway, wie er hier, glaube ich, heißt. Gut ist. Und dann fix wieder zurück. Warum muss denn das hier so eng sein? Genau deshalb, das hasse ich. Ich fahre mal hier runter, wa? Da können wir nämlich direkt zur Werkstatt, glaube ich. Oder? Entschuldigung. Ja, hier kommen wir auf jeden Fall direkt zur Werkstatt. Schön. Hauptsache, wir kriegen noch ein bisschen Pinke-Pinke. Und kann sein, wenn wir jetzt doch noch weitere Aufträge haben, dann lassen wir den komischen Typen erstmal da in Frieden. Der ist ja sowieso nicht so nett zu uns, also scheiß was auf den, oder? Erstmal. Klar, ich werde das auch noch machen, aber trotzdem erstmal scheiß mal auf den. Judy, bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann morgen zu einer weiteren Folge wieder. Also bis denn.